Die Reaktion Netanjahus auf die überraschenden Beweise für die Existenz des Antichristen hat weltweit Tausende von Menschen angezogen. Was bedeutet das wirklich für uns heute? Lassen Sie uns in die unwiderlegbaren Beweise und die Haltung Netanjahus eintauchen. Im christlichen Universum wird der Antichrist in der Bibel als Gegenspieler Jesu Christi dargestellt, der danach strebt, seinen Platz vor seiner Rückkehr zu usurpieren. Viermal im Neuen Testament erwähnt, besonders in den Briefen des Johannes, ist der Antichrist jemand, der sowohl den Vater als auch den Sohn ablehnt. Außerdem warnen die Evangelien von Matthäus und Markus vor einem Betrüger, der sich als Christus ausgibt. Jesus hat uns vor diesen Verführern gewarnt, die trotz der Ausführung von Wundern nur darauf abzielen, uns abzulenken. Weitere biblische Referenzen deuten auf den Antichristen als das kleine Horn in den Visionen Daniels, den Menschen der Sünde in den Worten des Paulus und das Tier des Meeres in der Offenbarung hin. Aber wer ist der Antichrist? Obwohl sein Name ein Rätsel bleibt, gibt uns die Bibel Hinweise auf seine Gestalt. Ein bemerkenswerter Führer durch seine Schönheit und Statur, die an König Saul erinnert. Beschrieben als klug und gerissen, wird er Täuschung benutzen, um an die Macht zu gelangen, von unten beginnend und zunehmende Autorität zu gewinnen. Neben seinem Charme und seiner Intelligenz wird der Antichrist sich durch seine Arroganz und Gotteslästerungen auszeichnen. Er wird das Göttliche herausfordern, seine eigene Glaubenslehre vorschlagen, mit Kräften, die ihm von Satan verliehen wurden, mit dem Ziel, sich an die Stelle Christi zu setzen. Seine globale Herrschaft wird durch die Einführung des Zeichens des Tieres gekennzeichnet sein, wodurch er die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben kontrolliert. Indem er den Vertrag mit Israel bricht und den jüdischen Tempel entweiht, wird er eine Ära der Verfolgung und Manipulation einleiten, die das Böse in seiner Essenz symbolisiert, mit Satans Unterstützung. Diese Szenerie erfordert eine gründliche Analyse der Unterdrückung, wirtschaftlichen Manipulation und geistigen Zerstörung, die der Herrschaft des Antichristen folgen. Wenn wir die heutige Zeit betrachten und sie mit biblischen Zeiten vergleichen, ist die Ähnlichkeit der Sünden im Laufe der Zeit alarmierend. Das digitale Zeitalter hat den Zugang zur Sünde erleichtert und bringt uns einzigartige Herausforderungen für unsere geistige Integrität. Wachsam zu sein und unseren Geist zu schützen, wird in einer Welt, in der die Versuchungen ständig und leicht zugänglich sind, wesentlich. Im Neuen Testament ist die Erzählung von Jesu Versuchungen in der Wüste durch Satan ein entscheidendes Ereignis, das die List des Feindes B, dem Versuch, die Seelen von der Treue zu Gott abzubringen, offenbart. Während einer Zeit des Fastens und der Vorbereitung wurde Jesus drei Versuchen der Verführung durch Satan ausgesetzt. Die erste Versuchung beinhaltete die Verwandlung von Steinen in Brot und nutzte die physische Verwundbarkeit Jesu aufgrund des Hungers aus. Dann versprach Satan Herrschaft über alle Reiche der Welt im Austausch gegen Anbetung, ein Test der Loyalität und Macht. Schließlich forderte die Herausforderung, sich vom Tempel zu stürzen, eine spektakuläre Demonstration göttlicher Macht, um die Ungläubigen zu überzeugen, und stellte das Vertrauen Jesu in Gottes Schutz auf die Probe. Diese Episoden veranschaulichen, wie Versuchungen oft als scheinbar vorteilhafte Angebote daherkommen, aber mit Anforderungen, die unsere Hingabe und Gehorsam gegenüber Gott gefährden. Diese Methode der Täuschung ist charakteristisch für die Strategien des Bösen, einschließlich derjenigen, die der Antichrist anwenden wird. Der Antichrist wird unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit handeln und versuchen, die Menschen von ihrem Glauben abzubringen, indem er verlockende Alternativen bietet, die jedoch von den göttlichen Wegen abweichen. Die Schriften warnen vor einem großen Abfall in den letzten Zeiten, einem kollektiven Abfall vom wahren Glauben, der den Weg für die Herrschaft des Antichristen ebnet. Diese Zeit wird von Täuschungen geprägt sein, mit falschen Lehren, die suggerieren, dass der Tag des Herrn bereits gekommen ist. Die Bibel stellt klar, dass ein solcher Tag erst nach einem bedeutenden Aufstand und der Offenbarung des Antichristen kommen wird, der sich allem Göttlichen widersetzen wird, sogar sich selbst als Gott proklamierend. Die Spekulationen um die Rückkehr von Benjamin Netanjahu an die Macht in Israel und seine mögliche Rolle in den messianischen Prophezeiungen fügen den Diskussionen über das Ende der Zeiten eine Schicht Komplexität hinzu. Während einige Rabbiner in Netanjahu einen Vorläufer des Messias sehen, debattieren andere über seine potenzielle Rolle als Messias ben Josef oder Messias ben David. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Netanjahu möglicherweise in Kommunikation mit dem Messias steht, der sich von Jesus Christus unterscheidet, was Fragen zur Erfüllung der biblischen Prophezeiungen über den Antichristen und den falschen Propheten aufwirft. Dieses Panorama erfordert Wachsamkeit und Urteilsvermögen. Täuschung und Manipulation sind Werkzeuge des Feindes,
und ihre Muster zu erkennen, ist entscheidend, um den unerschütterlichen Glauben zu bewahren. Während wir durch diese unsicheren Zeiten navigieren, sind Weisheit und göttliche Führung unsere Bollwerke gegen die Verführungen des Bösen. Die Diskussion über die Verbindung zwischen Benjamin Netanyahu und den messianischen Erwartungen, insbesondere im jüdischen Kontext, eröffnet ein faszinierendes Feld der Analyse über die Prophezeiungen und die Figur des Antichristen. Im Jahr 2018 betonten Artikel die Vision, dass Netanyahu eine Schlüsselrolle beim Kommen des Messias spielen könnte, wie vom Rabbiner Schneerson ausgedrückt. Die Erwartung war, dass Netanyahu eine entscheidende Rolle spielen würde, indem er die Schlüssel dem Messias übergibt, eine Metapher, die einen Macht- oder geistlichen Autoritätswechsel suggeriert. Diese Idee wurzelt im Glauben an einen zweistufigen messianischen Prozess, beginnend mit Maschiach ben Josef, der sich auf praktische Aufgaben wie das Sammeln von Exilanten und die Entwicklung des Landes Israel konzentrierte, und endend mit Maschiach ben David, der die davidische Dynastie wiederherstellen und den dritten Tempel errichten würde. Die Verbindung Netanyahus zu diesen messianischen Erwartungen wird noch faszinierender, wenn wir die Prophezeiungen des Neuen Testaments betrachten. Die Bibel spricht vom Antichristen als jemandem, der sich über alles erhebt, was Gott genannt wird, sogar im Tempel sitzt und sich selbst als Gott proklamiert. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Diese Beschreibung ruft die Besorgnis hervor, dass die von einigen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft erwartete messianische Figur paradoxerweise mit den biblischen Merkmalen des Antichristen übereinstimmen könnte. Die Interpretation, dass Netanyahu in den ersten Phasen des Kommens des Messias involviert sein könnte, sei es als Maschiach ben Josef oder als Vorbereitung auf Maschiach ben David, ist komplex und mit theologischen Implikationen beladen. Diese Perspektive legt nahe, dass Netanyahu die spirituelle und materielle Grundlage für das Kommen des wahren Messias legen würde. Die Unterscheidung zwischen der messianischen Figur, wie sie in den jüdischen Traditionen verstanden wird, und dem christlichen Konzept des Messias, Jesus Christus, ist jedoch bedeutsam. Während die Christen glauben, dass Jesus bereits die messianischen Prophezeiungen erfüllt hat, wartet die jüdische Tradition auf einen Messias, der noch kommen wird. Die Spekulation, dass der Antichrist von Teilen der jüdischen Gemeinschaft als der Messias anerkannt werden könnte, wie von einigen Rabbinern vorgeschlagen, führt eine zusätzliche Schicht Komplexität ein. Diese Vision legt nahe, dass der Antichrist, möglicherweise aus einer direkten Linie des Königs David stammend, viele täuschen könnte, indem er eine spirituelle und politische Führungsrolle übernimmt, einschließlich des Wiederaufbaus des dritten Tempels und der Wiederherstellung alter Praktiken. Diese Diskussionen laden uns ein, über die Feinheiten der biblischen Prophezeiungen nachzudenken und die Bedeutung zu erkennen, sorgfältig die Zeichen der Zeit zu unterscheiden. Die Konvergenz messianischer Erwartungen, sowohl jüdischer als auch christlicher, mit den Prophezeiungen über den Antichristen fordert die Gläubigen auf, wachsam zu bleiben und tief in ihrem Glauben verwurzelt zu sein, wobei sie erkennen, dass die endgültige Erfüllung göttlicher Prophezeiungen komplexe und überraschende Wahrheiten über die Erlösung und das Ende der Zeiten offenbaren kann. Die facettenreiche Interpretation von Rabbi Mario Mourinho über den Antichrist eröffnet ein weites Feld von Möglichkeiten, das traditionelle Konzepte herausfordert. Indem er vorschlägt, dass der Antichrist aus einer Vielzahl von Ursprüngen kommen könnte, sei es aus dem Islam, der eine prominente politische Position innehat, oder sogar von außerirdischer Herkunft, erweitert diese Sichtweise signifikant das Spektrum, wie sich diese prophetische Figur in der heutigen Welt manifestieren könnte. Diese Herangehensweise spiegelt nicht nur die Komplexität der biblischen Prophezeiungen wider, sondern auch die Dynamik und Vielfalt der Glaubensrichtungen und Interpretationen innerhalb der religiösen Gemeinschaften. Im Kontext der auf Israel ausgerichteten Prophezeiungen nimmt die Figur des Antichristen eine besondere Relevanz an. Die Geschichte zeigt eine Zögerlichkeit, Jesus als den Messias innerhalb der jüdischen Gemeinschaft anzuerkennen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass der Antichrist mit den messianischen Erwartungen übereinstimmt. Insbesondere vor dem Hintergrund zahlreicher Prophezeiungen, die Israel in den Mittelpunkt eschatologischer Ereignisse stellen. Diese Perspektive ist besonders faszinierend, wenn man zeitgenössische politische Figuren wie Benjamin Netanyahu betrachtet, deren Handlungen und Rolle in der Weltbühne durch die Linse der messianischen Erwartungen betrachtet werden können, sei es symbolisch oder wörtlich. Die Betonung der Wachsamkeit ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Charismatische Führer, die sich als Problemlöser für globale Probleme präsentieren, können tatsächlich darauf hinweisen, dass sich der Antichrist oder der falsche Prophet nähern.
Die Fähigkeit, solche Führer und ihre Absichten zu erkennen, wird in den Schriften betont und wird zu einem wesentlichen Werkzeug für die Gläubigen in Zeiten der Unsicherheit. Vorsicht ist geboten angesichts des Aufkommens solcher Figuren und betont die Notwendigkeit einer aufmerksamen Beobachtung und eines tiefen Verständnisses der biblischen Prophezeiungen. Die Theorien, die die Natur und das Auftauchen des Antichristen erforschen, sind vielfältig und komplex. Eine dieser Theorien, die des reichen Milliardärs, legt nahe, dass der Antichrist eine Figur von immensem Reichtum und Einfluss wäre, die in der Lage ist, globale Systeme und Regierungen zu ihren Gunsten zu manipulieren. Diese Interpretation basiert auf Passagen aus dem Buch der Offenbarung, die das Tier des Meeres mit 10 Hörnern und 7 Köpfen als Symbole für Nationen oder Machtstrukturen beschreiben. Unter dieser Theorie könnte der Antichrist die Kontrolle über diese Strukturen ausüben, entweder indem er ein global agierendes Unternehmen von immenser Macht führt oder indem er politischen Einfluss auf verschiedene Regierungen weltweit ausübt. Eine solche Vision betont die Komplexität und die facettenreiche Natur des Antichristen und legt nahe, dass sein Einfluss sich über verschiedene Bereiche der menschlichen Gesellschaft erstrecken könnte. Dieser umfassende und inklusive Ansatz zum Konzept des Antichristen lädt zur Reflexion über die vielfältigen Wege ein, auf denen sich die biblische Prophezeiung in der modernen Zeit manifestieren kann. Er betont die Bedeutung der Wachsamkeit und des Unterscheidungsvermögens bei der Identifizierung prophetischer Zeichen und Symbole, besonders in einer Ära, die von schnellen Veränderungen und globalen Herausforderungen geprägt ist. Das Verständnis dieser Theorien und die Beachtung ihrer Implikationen sind für die Gläubigen von entscheidender Bedeutung, die versuchen, die komplexen Landschaften des Glaubens und der Prophezeiung in einer zunehmend vernetzten Welt zu navigieren. Im Buch der Offenbarung, speziell in den Versen 16 und 17 des Kapitels 13, werden wir mit einer verstörenden Vision konfrontiert, der Verhängung eines Zeichens, ohne dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Diese Passage, wenn sie durch die Linse der Theorie des reichen Milliardärs betrachtet wird, deutet auf ein Szenario hin, in dem der Antichrist die Kontrolle über die globale Wirtschaft ausübt. Er könnte dies tun, indem er Schlüsselpositionen in der Welt der Finanzen oder Technologie einnimmt und wirtschaftspolitische Maßnahmen implementiert, die seiner Agenda dienen. Diese Vorstellung von Kontrolle ist nicht nur eine Frage wirtschaftlicher Macht, sondern auch der Unterwerfung und Manipulation der Massen und steht im Einklang mit den Prophezeiungen über die Herrschaft des Antichristen. Andererseits präsentiert die Theorie der außerirdischen Täuschung ein Szenario, in dem der Antichrist die menschliche Faszination für das Unbekannte und Übernatürliche kapitalisiert. Er könnte sich als Wesen aus einer anderen Welt präsentieren, das Fähigkeiten besitzt, die das menschliche Verständnis herausfordern, um die Menschen zu täuschen und sie von der Wahrheit wegzuführen. Dieser Ansatz erforscht die biblischen Warnungen vor mächtigen Täuschungen und falschen Wundern und deutet darauf hin, dass der Antichrist solche Illusionen nutzen könnte, um seine Kontrolle und seinen Einfluss zu festigen. Die Theorie des Führers der abtrünnigen Kirche taucht noch tiefer in die Komplexität der Prophezeiungen ein und legt nahe, dass der Antichrist aus dem Inneren der christlichen Kirche selbst hervorgehen könnte. Als eine verdorbene Version des Christentums würde sich diese Figur von den grundlegenden Lehren entfernen und die Vorhersagen einer großen Apostasie erfüllen. Der Apostel Paulus warnte bereits in seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Verse 1 und 2, vor der Ankunft von Zeiten, in denen die Wahrheit zugunsten irreführender Lehren aufgegeben würde. Diese Theorie hebt die Gefahr eines verwässerten Christentums hervor, in dem Botschaften, die vom Kern des Evangeliums abweichen, an Stärke gewinnen könnten, möglicherweise unter dem Einfluss eines antichristlichen Geistes. Das Internetzeitalter und die Verbreitung verschiedener spiritueller Lehren und Bewegungen machen die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falschheit noch entscheidender. Die Notwendigkeit der Unterscheidung und die unerschütterliche Anhaftung an das Evangelium werden als Schutzmaßnahmen gegen Täuschung betont und bereiten die Gläubigen darauf vor, den spirituellen Herausforderungen zu widerstehen, die auch aus ihren eigenen Gemeinschaften heraus entstehen können. Jede dieser Theorien, von der globalen wirtschaftlichen Kontrolle, der außerirdischen Täuschung und dem Führer der abtrünnigen Kirche, bietet eine einzigartige Perspektive darauf, wie der Antichrist sich manifestieren und Einfluss auf die Welt ausüben könnte. Obwohl sie variieren, betonen alle die Bedeutung der Wachsamkeit, des Unterscheidungsvermögens und der Treue zu den zentralen Lehren des christlichen Glaubens als Mittel zum Schutz gegen Täuschung und Manipulation, die der zweiten Ankunft Christi vorausgehen könnten. Die Idee, dass die Welt sich bereits mit den Prophezeiungen über die letzten Tage, wie von Jesus vorgeschlagen, ausrichtet,
ist ein Thema, das in vielen Diskussionskreisen über das Ende der Zeiten tief resoniert. Eine der faszinierendsten Theorien ist die des politischen Führers, die postuliert, dass der Antichrist als eine Figur immenser politischer Macht auftauchen wird, die Nationen unter einem einzigen Banner vereint. Indem er Frieden und Wohlstand verspricht, ist seine wahre Absicht nach dieser Theorie, die Menschheit von Gott wegzuführen. Die Prophezeiung von Daniel. In den Versen 23 bis 25 des 7. Kapitels beschreibt ein viertes, einzigartiges und dominierendes Reich, das die Bildung einer globalen Regierung unter der Führung des Antichristen nahelegt. Dieser Führer wird nicht nur Nationen durch Kraft oder Diplomatie kontrollieren, sondern sich auch unter 10 Königen hervorheben, 3 ersetzen, was seine außergewöhnlichen Fähigkeiten an die Macht zu kommen zeigt. Darüber hinaus spiegelt die Vorhersage, dass der Antichrist versuchen wird, Gesetze und Zeiten zu ändern, sich Gott zu widersetzen und die Gläubigen zu unterdrücken, einen Versuch wieder, die Anbetung auf sich selbst zu zentralisieren und die Gesellschaft nach seinen Prinzipien umzugestalten. Diese Manipulation der sozialen und rechtlichen Strukturen deutet auf ein Verlangen hin, seinen Einfluss und seine Autorität über die Welt zu festigen. Die Theorie des Geistes des Antichristen führt eine zusätzliche Dimension in die Diskussion ein, indem sie den Aufstieg des Antichristen mit dem technologischen Fortschritt, insbesondere der künstlichen Intelligenz, in Verbindung bringt. Obwohl der Antichrist als Figur noch nicht in Erscheinung getreten ist, wird angenommen, dass sein Einfluss bereits unter uns ist, was Wachsamkeit und Unterscheidungsvermögen erfordert, um seine Auswirkungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen. 1. Johannes 4, Vers 3 warnt vor dem Geist des Antichristen, der bereits in der Welt wirkt, und betont die Wichtigkeit, seine Manifestationen zu identifizieren und zu bekämpfen. Die Zeichen dieser zunehmenden Einflussnahme umfassen den Aufstieg des Säkularismus, die Ablehnung göttlicher Werte und eine übermäßige Betonung des Individualismus, die den Lehren Jesu über Liebe und Altruismus entgegenstehen. Die Abnahme der Ehrfurcht vor Jesus Christus, die Zunahme der Feindseligkeit gegen die Prinzipien Gottes und der Rückgang der biblischen Präsenz in öffentlichen Räumen sind Anzeichen für die Stärkung des Geistes des Antichristen und bereiten den Boden für seine Ankunft vor. Diese Theorien, die verschiedene Aspekte des Einflusses des Antichristen erforschen, betonen die Notwendigkeit, wachsam zu sein und den Schriften treu zu bleiben. Die Herausforderung besteht darin, den Glauben und das Unterscheidungsvermögen in einer Welt zu bewahren, die zunehmend den Weg für das Auftreten dieser prophezeiten Figur zu ebnen scheint, die grundlegenden Werte des Christentums herausfordert und die Widerstandsfähigkeit der Gläubigen auf die Probe stellt. Entgegen der Meinung vieler, dass der Antichrist bei seiner Ankunft drastische Veränderungen herbeiführen wird, gibt es eine Denkrichtung, die darauf hindeutet, dass die Welt bereits in gewisser Weise auf ihn vorbereitet ist. Dies geschieht durch den Geist des Antichristen, der eine Entfernung von der göttlichen Furcht gefördert hat, global agiert und sich mit den Endzeitzeichen, die Jesus in den Schriften erwähnt hat, in Einklang bringt. Mit dem Fortschritt der Technologie und dem Vormarsch der künstlichen Intelligenz werfen aktuelle Theorien die Möglichkeit auf, dass der Antichrist mit oder sogar durch KI-Systeme verbunden sein könnte, was die im Buch der Offenbarung beschriebenen Attribute von Täuschung und Kontrolle widerspiegelt. Wenn wir die verschiedenen Theorien über die Identität des Antichristen vertiefen, ist es entscheidend zu erkennen, dass, obwohl er sich noch nicht auf der globalen Bühne offenbart hat, angenommen wird, dass sein Geist bereits aktiv ist und den Boden für seine zukünftige Manifestation bereitet. Daher ist es unerlässlich, dass die Gläubigen wachsam bleiben, Unterscheidungsvermögen und Verständnis für die Zeichen ausüben, während sie ihre Herzen gegen den schädlichen Einfluss des Antichristen schützen. 1. Johannes 4, Vers 3 gibt eine klare Warnung: Aber jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Die Beobachtung der aktuellen Ereignisse ermöglicht es, Zeichen zu identifizieren, die auf einen Weg hinweisen, den die Welt eingeschlagen hat, wo der Geist des Antichristen immer kühner wird. Für die Gläubigen ist es entscheidend, diese Zeichen zu erkennen und mit Unterscheidungsvermögen und Treue zum göttlichen Wort zu handeln. Eines der deutlichsten Anzeichen für den zunehmenden Einfluss des Geistes des Antichristen ist der Anstieg des Säkularismus und die Ablehnung der von Gott festgelegten moralischen Grundlagen. Wir leben in einer Ära, die den Individualismus und die Suche nach persönlicher Erfüllung über alles stellt, oft auf Kosten des Gemeinwohls. Diese Mentalität widerspricht den Lehren Christi über Selbstverleugnung und Liebe und schafft einen fruchtbaren Boden für den Geist des Antichristen, um zu gedeihen.
Der Apostel Johannes warnte bereits vor dem Antichristen und seinen Vorläufern, alle getrieben vom selben Geist. Die Gesellschaft entfernt sich zunehmend vom Herrn Jesus Christus und kultiviert eine antigöttliche Haltung. Diese Entfernung spiegelt sich in der zunehmenden Missachtung göttlicher Gesetze wider, wie in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 erwähnt. Ein Trend, der sich mit der Zeit verstärkt. Die immer geringere Präsenz von Bibeln in öffentlichen Räumen und der globale Rückgang der Gottesfurcht sind klare Anzeichen für die Aktivität des Geistes des Antichristen, die den Weg für das Auftreten des Menschen, der Sünde, ebnet. So kann man sagen, dass der Antichrist, anstatt die Welt bei seiner Ankunft umgestalten zu müssen, ein bereits für ihn vorbereitetes Terrain vorfinden wird. Der Geist des Antichristen ist heute unter uns aktiv und trägt zu einem Rückgang des Respekts und der Furcht vor Gott bei, was die Erfüllung der Prophezeiungen über die letzten Tage signalisiert, wie von Jesus angekündigt. Und Sie, wie nehmen Sie den Einfluss des Antichristen in unserer heutigen Welt wahr? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und abonnieren Sie für weitere Diskussionen wie diese. Amen.